Es ist wohl der Albtraum jedes Vermieters. Der Mieter zahlt die Miete nicht, wird mehrmals angemahnt, aber die Mahnungen werden ignoriert. Dann wird die Wohnung per Gerichtsbeschluss notgeöffnet. Und dann der Schock. In der Wohnung stapeln sich Mülltüten. Alles ist verdreckt, die Schäden gehen ins Unermessliche. So wie in dieser Wohnung im sächsischen Riesa. Hausverwalterin Inge Reinacher bahnt sich einen Weg in die völlig verdreckte Wohnung. Dass sie überhaupt rein darf, hat sie vor Gericht erstritten. Seit Monaten hat der Mann, der hier haust, keine Miete mehr bezahlt. Es ist nicht die erste Messi-Wohnung, die sie sieht. Und dennoch ist es jedes Mal schockierend. Mich trifft der Schlag. Mich trifft der Schlag. Es kann nicht wahr sein. Zumal das jetzt in 2 Monaten die 4. Wohnung ist, die so oder ähnlich aussieht. Ich bin sowas von fertig, weil ich habe das über Jahre nie erlebt und jetzt plötzlich häuft sich das dermaßen. Junge Leute, die mit dem Leben nicht mehr zurechtkommen, ich weiß es nicht, an was es liegt. Es ist schlimm. Dabei hatte der Bewohner hier sogar einen festen Job. Solch eine Messi-Wohnung ist der Albtraum eines jeden Vermieters. Die Entsorgungs-, Reinigungs- und Sanierungsarbeiten werden wahrscheinlich Kosten in Höhe von 5.000 Euro verschlingen. Dazu kommen die Mietschulden von ca. 900 Euro. Geld, das der Eigentümer in aller Regel abschreiben kann. Und es tut mir vor allen Dingen, tun mir die Eigentümer leid, die Häuser gekauft haben, saniert haben, die Tausende von Euro in die Wohnungen reinstecken müssen. Und meistens ist bei denen, die es verursacht haben, ja nichts zu holen. Das ist furchtbar. Es ist ganz furchtbar. Der Besitzer will die Wohnung in Riesa jetzt loswerden. Eigentlich sollte sie seine Altersvorsorge sein.